Eine deutsche Kinderkomödie aus dem Jahr 1909, in der der achtjährige Kurt Bois als Willi demonstriert, was man mit Leim so alles anstellen kann. Kurt Bois hatte die längste Filmkarriere der Welt. Er arbeitete mit Wenders und Brecht, drehte mit Buster Keaton im Exil Hollywood, war um 1930 der Star der Berliner Bühnen und Kinos und stand bereits mit 7 Jahren vor der Kamera.